Dr. Schimek, Herr Professor Dr. Schimek, Herr Schimek Marek, habe ich kennengelernt auf frühen Fichte-Tagungen in Ramenau. Ich glaube Anfang der 90er Jahre. Und dann regelmäßig auf unseren Kongressen und Tagungen. Das ist eine Erinnerung, die ich an ihn habe als eine Person, die bemerkenswert deswegen gewesen ist, weil sie unter all den deutschen Professoren einen roten Bart trug. Er war ja von seiner äußeren Erscheinung her schon eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Und da ist er mir schon relativ früh aufgefallen. Und was in dieser Zeit für mich auch wichtig gewesen war, ist, dass er einen sehr angenehmen, unprätentiösen Umgang mit seinen Mitkollegen, auch mit mir als jüngerem Kollegen, führte. Ja, die auffällige Erscheinung, Marek Simex, er war ja groß gewachsen, hatte eine sonore Stimme. Wenn er sprach, war es still im Raum. Das hatte eine persönliche Erscheinung von einem Menschen, der in seiner Umgebung präsent war. Und wie ich ihn als Person beschreiben sollte, ich habe einige persönliche Erfahrungen mit ihm auf Kongressen gehabt. Und eine der schönsten und wichtigsten Erinnerungen an Marek Simek war mein Spaziergang in Schloss Sanssouci in Potsdam. Und er hatte damals seinen ersten Schlaganfall und konnte nur sehr langsam laufen. Und wir sind zum Schluss der Delegation ganz langsam hinterhergelaufen. Und da ist mir die Wärme seiner Persönlichkeit, die Menschenzugewandtheit und die ganz natürliche Autorität seines philosophischen Lebens ganz klar und bewusst geworden in den Gesprächen, die wir da geführt haben. Wichtige Fragestellungen des Lebens, das ist mir da auf diesem Spaziergang ziemlich bewusst geworden. Okay. Es hat viel mit seiner Persönlichkeit zu tun. Er hat die Gemeinschaft gesucht. Wir waren auf einem Ausflug. Wir haben auf dem Wannsee eine Bootsfahrt gemacht und er war ja schon sehr krank. Aber er ist nicht zu Hause geblieben und hat gesessen, sondern er ist mit all den Kollegen unterwegs gewesen, hat sich auf das Boot gesetzt, hat Kaffee getrunken. Ich glaube, er rauchte damals noch. Und ist dann auch an all den Dingen, die wir gemacht haben, aktiv mitgegangen und hat daran teilgenommen. Also das sind keine Anekdoten, sondern das sind Bilder eines Menschen, der in der Gemeinschaft lebt, der vieles aus der Gemeinschaft nimmt und auch vieles in die Gemeinschaft zurückgibt. Let me describe it in a picture. Wenn Marek Simek in Gesellschaft war, dann war er ganz lebendig und locker und sprach mit Menschen hin und her, führte Konversation. Wenn er aber in einem Kongress war und eine philosophische Position vertrat oder Stellungnahme abgab, dann stand Marek Simek auf, es erscholl eine Stimme im Raum und er dozierte eine kurze Weile über ein wichtiges Thema, das Gegenstand der Diskussion war. Er war nicht nur eine menschliche Autorität, sondern er war für uns Deutsche auch eine Fachautorität auf einem Gebiet, was ja eigentlich unsere Spezialphilosophie ist, nämlich die Transzendentalphilosophie. Das war für mich sehr überraschend, dass ein polnischer Philosoph so intensiv, so klar in den Prinzipien der deutschen Philosophie orientiert gewesen ist, dass er auf Kongressen für mich sofort eine Autorität war, auf die man hören musste. Nicht meine deutschen Kollegen, die auch viel erzählt haben. Viele haben ganz viel geredet, aber nichts gesagt. Aber wenn Marek Simek aufstand, seine Stimme erschall im Raum, dann habe ich die Ohren gespitzt. Was hat er zu sagen zu den Fragen, die wir diskutiert haben? Und da sprach ich ja vorzüglich Deutsch, von daher war das natürlich auch vom Verständnis her kein Problem. Ich habe einige Dinge von ihm gelesen.
Ich habe einen Aufsatz geschrieben über Naturphilosophie bei Fichte. Und da sind mir seine Aufsätze zu Fichte und Schelling sehr wichtig gewesen, die zu studieren, um den Unterschied zwischen transzendentalphilosophischer und spekulativer Naturphilosophie kennenzulernen. Ich habe nicht die Erinnerung, dass ich Marek Žimek in irgendeinen Ismus einbinden könnte, ob er Marxist gewesen ist oder ob er Kantianer gewesen ist oder ob er Fichtianer gewesen ist. Ich glaube, Marek Žimek hatte ein fundamentales Interesse an der Wahrheit. Und das strahlte er in seiner philosophischen Persönlichkeit, in den Diskursen, in den Kongressen, in seinen Statements aus. Ich habe ihn nicht eindeutig als eine spezifische politische Persönlichkeit, die diese politische Persönlichkeit nach außen gegehrt hätte. Look at me, I'm a Marxist. Also, it was a deep interest in truth and finding out what's right or wrong. Eine Sache würde ich gerne noch sagen, nämlich, was ja vielen Menschen Probleme macht, ist, dass sie Philosophie verstehen als etwas, was nur im Kopf eines Menschen oder in einem Büro oder auf einem Kongress stattfindet, denken. Some people have in mind philosophy is something which takes place on congresses and special places and on the desk of the professor or in the university. What Marek Žimek shows is that philosophy has much to do with ordinary life, has much to do with his personality, has to do with the relationships to other people. Philosophie ist keine Sache für ein Schreibbüro, sondern ist eine Stütze und Orientierung für die Gestaltung eines sinnvollen Lebens. Und das hat Marek Žimek auch sehr gut personifiziert. Er war Philosoph als Mensch. He was a human philosopher, a philosopher as a human. So not as a professor only, but as a human being. Es verbindet sich in seinem Leben das Wissenschaftliche mit dem Lebensweltlichen. Die Wissenschaft muss eine Orientierung im Leben bilden. It has to give an orientation, a view um ein vernünftiges Leben zu führen. So, das ist kein Stubenprofessor, wir sagen in Deutschland. No, that wasn't Marek. But he could also appear as a professor. He was a kind of actor. So.